Hallo, liebe Scheiben von herzlich willkommen zu MSTV. Heute sind wir in Hamburg. Yes, wo sind wir? In Hamburg. Englisch, ja? Da ist er doch! Hi. Salam alaikum. Na, wie geht's dir? Ganz nah aufs Golfplatz hier. Wir gehen einmal runter, zum S-Bahn und dann Richtung Schwellingen. So, es gibt zwei Möglichkeiten, also besser gesagt ein. Die S1 fährt, glaube ich, einmal durch vorbei an Altona. Aber hier S3 nach Richtung Pinneberg fährt Richtung Schwellingen. Okay, und wir fahren jetzt? Mit der S3 Richtung Pinneberg nach Schwellingen und dann gehen wir da zu Fuß. Wir warten gerade hier auf die S-Bahn beim Hamburg Hauptbahnhof und ihr hört es schon alles voll. So, wir sind jetzt hier zu lang gekommen. Der steht vor mir. Fan Primus ist einfach da. Bruder, ich hör nichts. Und hinter ihm, Badi. Was für ein Glück, wir steigen in die S-Bahn ein und genau vor unserer Tür kommt einfach der Badi. Und hier dieser Kollege hier, den kennt ihr auch hier, der Fan Primus. Ich erinnere mich, wenn ich seine Vlogs sehe, immer am Schwanz. Unterm Schwanz. Ihr schaut euch mal hier die Schals an. Hannover, Hamburg und dann hier noch Kopenhagen dabei. Elias, was hast du gerückt? Zeig mal den Schal. Einmal. Mach mal auf. Hamburg, Hannover. Verkehrt herum. Ja, super. Wir sind übrigens, ich weiß nicht, wie der Weg heißt, aber wir sind den Weg zum Stadion marschiert und haben jetzt den Shuttlebus genommen. Dort gab es heute Morgen um 16 Uhr einen Trauermarsch wegen des verschorbenen Fans. Sorry, wenn ich den Namen falsch ausspreche. Meier. Nochmal an ihn und an seine Familie nochmal mein Beileid. So, durch die Kontrolle. Gian, Pyros hast du durchbekommen? 100 Stück. Hannoveraner, Pyros hast du durch? Super. Wir haben es reingeschafft. Ias, dein erstes Mal im Volksparkstadion. Du wolltest so gerne hin. Und, wie ist dein Gefühl? Sehr gutes Gefühl. Sehr gutes Gefühl. Jambe. Bei mir, ich war länger nicht mehr im Stadion, aber auch ein geiles Gefühl, mal wieder im Stadion zu sein. HSV, Hertha BSC Berlin, ein Top-Spiel, ein geiles Spiel. Ich glaube, eines der geilsten Spiele der zweiten Bundesliga. Ich freue mich sehr drauf. Und ich bin natürlich auch gespannt. Jetzt machen wir uns mal auf den Weg ins Stadion rein. Nach langem Hin und Her haben wir es wirklich reingeschafft. Und ich muss sagen, wir haben wirklich eine geile Aussicht. Sieht es. Oh, was sagst du? Geile Aussicht. Das wird ein geiles Spiel. Bessere Aussicht hast du gar nicht. Dummball, kannst du alles sehen auf dem Platz. Geil. Also, perfekt. Das Spiel kann beginnen. Zur Orientierung, dort drüben sitzen die Hertha Ultras und dort in der Nordkurve die Ultras vom HSV. Übrigens, Ias war das Highlight von heute. Jeder hat ihn angesprochen. Einfach verrückt. Frederik, was tippst du für heute? Ich kann dich leider nicht hören. Zeig mal mit den Fingern. 3-1 für Hamburg. Dankeschön.
Personen im Gästeblock von Hertha BSC. Es folgt eine Sicherheitsdurchsage. Bitte unterlassen Sie sofort das Abbrennen von Pyrotechnik. Wir hatten sehr, sehr viele Chancen, konnten die aber nicht nutzen. Und Hertha versucht es zumindest.
bin gespannt auf die zweite Halbzeit. Wenn Hamburg hier nicht das zweite Tor findet, kann es hier sehr schnell zum Ausgleich kommen, denn Hertha drückt wirklich. Jan, wo sind die Pyros? Pyros, da drüben glaube ich. Da geht was ab. Julius Gechter und heute für Mitte 37 Toni Leisner. Super Dribbling. Fast ein Eigentor! Wir sind mittlerweile in der 75. Spielminute und ich sag's euch, Hamburg spielt mit dem Feuer. Hertha wird immer gefährlicher, also entweder machen sie das zweite Tor oder das 1:1 wird hier fallen. Also ich sag's euch, dieses Spiel sieht nicht so aus, dass es 1:0 enden wird. Das nächste Tor liegt hier in der Luft. Thank you.
gesagt? Was habe ich euch gesagt? Dieses Spiel wird nicht 1-0 enden. Hamburg hatte so viele Chancen, aber Hertha hat gekämpft. Was soll ich sagen? Also, Respekt an Hertha, dass sie nicht aufgegeben haben. Hamburg hat sehr gute Chancen gehabt, aber sie haben die Chancen nicht genutzt. Deutschland, meine Stimme ist weg, es ist 3 Uhr morgens, wir sind immer noch unterwegs, aber wir sind gleich in Hannover. Ich habe das Video fertig geschnitten und genau in dem Moment habe ich Besuch bekommen. Hier, von den Herrschaften waren auch alle heute in Hamburg unterwegs. Das war's, auf Wiedersehen, ciao.